Stürmisch wird es beim diesjährigen Theatersommer im Bürgerpark. Die Bremer Shakespeare Company zeigt beim Open-Air-Spektakel Shakespeare im Park das Theaterstück Der Sturm. Wir benutzen die Idee, dass ein Stück muss Action haben und muss in Action und nicht, es ist nicht für den Zuschauer allein zu hören, aber man muss gucken und sehen und auch die Geschichte erzählen. In jeder Aspekt von jeder Figur, nicht allein der Hauptfigur Prospero. Und das ist oft die Sache bei der Sturm, das ist total konzentriert über Prospero. Und wir haben versucht, ein Totalbild von Shakespeares Sturm zu machen. Vom 30. Juni bis zum 16. Juli wird Shakespeares Sturm auf der Melcherswiese aufgeführt. Dabei spielt die Natur eine wesentliche Rolle. Wir haben das Element hier. Man kann oft hier Natural Wind oder Baumbewegung und so. Und alles kann ein bisschen Teil von das machen. Und auch, das ist ein sehr besonderes Stück, ein Spektakel zu sehen, ich denke.